Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Max von MaxTech TV und in dieser Episode zeige ich euch, wie man mit dem Arduino einen Fahrradcomputer bauen kann, der die aktuelle Geschwindigkeit und die zurückgelegte Strecke auf einem LCD-Display während der Fahrt anzeigt und außerdem alle Werte auf einer SD-Karte speichert, sodass man sie später noch am Computer betrachten kann. Wie das Ganze funktioniert, wie die Schaltung aussieht und wie der Code geschrieben wird, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht für dieses Tutorial einen Arduino Uno. Außerdem eine Möglichkeit, eine SD-Karte anzuschließen. Ich benutze hier das Arduino Wireless SD Shield, das man einfach auf den Arduino aufsteckt und welches über einen MicroSD-Kartenslot verfügt. Dann ein LCD-Display, ein Hall-Sensor, ein Breadboard und ein paar Jumperkabel, ein 10 Kilo-Ohm Potentiometer und als letztes eine 9 Volt Batterie inklusive Anschlusskabel. Doch wie funktioniert's? Um auszurechnen, was für eine Strecke man mit dem Fahrrad zurückgelegt hat und mit welcher Geschwindigkeit man sich gerade bewegt, benötigt man zwei Informationen. Zum einen den Radumfang. Die zurückgelegte Strecke ergibt sich aus der Anzahl der Umdrehungen mal den Umfang des Rads. Aber woher weiß ich, was für einen Umfang die Räder meines Fahrrads besitzen? Um das in Erfahrung zu bringen, gibt es zwei einfache Methoden. Methode 1. Man misst den Radius des Rads und errechnet dann mittels U ist gleich 2 Pi mal R den Radumfang. Methode 2. Man nimmt ein Stück Kreide und markiert eine Stelle des Reifens. Nun schiebt man das Fahrrad so lange vorwärts, bis die Stelle mit der Kreide den Boden zweimal berührt hat. Dann misst man die Strecke zwischen den beiden Markierungen und erhält so den Umfang. Hat man den Radumfang ermittelt, schreibt man diesen in Millimeter in eine Textdatei und speichert diese dann unter dem Namen setup.txt auf die SD-Karte. Außerdem benötigen wir die Informationen, wie lange das Rad für eine Umdrehung braucht. Hier kommt nun der Hall-Sensor ins Spiel. Mit einem Hall-Sensor kann man die Flussdichte eines Magnetfeldes messen. Um die Anzahl der Umdrehungen des Rads zu erfassen, montieren wir den Sensor an der Radgabel und richten den Sensor in Richtung des Rads aus. Nun befestigen wir einen Magneten an einer der Speichen, in der gleichen Höhe, in der der Sensor angebracht ist. Jedes Mal, wenn der Magnet nun am Sensor vorbeikommt, erkennt das der Arduino und weiß so, wie lange das Rad für eine Umdrehung benötigt hat. Kommen wir zum Schaltplan. Ein Link zum Schaltplan findet ihr in der Videobeschreibung. Wir benötigen einen SD-Kartenleser, über den der Arduino die gemessenen Werte auf eine SD-Karte schreiben kann. Am bequemsten ist dabei die Nutzung des Arduino Wireless SD Shields, das man einfach auf den Arduino aufsteckt. Als nächstes verbinden wir das LCD-Display mit den Pins 2, 3, 4, 5 und 6 sowie plus 5 Volt und Ground des Arduinos. Außerdem wird noch ein 10 Kilo-Ohm Potentiometer hinzugeschalten, damit man den Kontrast des Displays optimal einstellen kann. Dann wird der Hall-Sensor noch an den analogen Pin A0 angeschlossen und benötigt ebenfalls eine 5-Volt-Versorgung durch den Arduino. Das war's auch schon für die Schaltung. Jetzt fehlt nur noch der Code. Und der ist bereits fertig geschrieben und das fertige Sketch kann in der Videobeschreibung heruntergeladen werden. Ich möchte euch aber trotzdem jetzt hier noch einen kurzen Überblick über dessen Funktionsweise geben. Wir benutzen ein LCD-Display. Deswegen müssen wir zu Beginn die Liquid Crystal-Bibliothek importieren. Gleiches gilt für die SD-Bibliothek, da wir auf einer SD-Karte speichern wollen. Dann folgt die Deklaration und Instanzierung von einer Reihe von Variablen. Wichtig dabei ist die Variable SensorPin, denn in ihr steht, an welchen Pin wir den Hall-Sensor angeschlossen haben. Außerdem wichtig sind die beiden Variablen Ambient und Threshold. In der Variable Ambient wird ganz zu Beginn des Setup-Teils gespeichert, welchen aktuellen Wert der Hall-Sensor liefert. Dabei sollte man darauf achten, dass der Magnet sich nicht vor dem Hall-Sensor befindet, damit die Kalibrierung korrekt erfolgt. Der Wert Threshold steht dann für die Empfindlichkeit des Arduinos. Wenn man Probleme damit hat, dass der Arduino nicht jeden Puls, also nicht jedes Mal erkennt, wenn der Magnet am Sensor vorbeigeht oder auch gar nicht, dann kann es helfen, wenn man diesen Wert nach unten stellt. Erkennt der Arduino einen Übergang von dem Magneten, ohne dass er wirklich daran vorbeigegangen ist, dann kann es helfen, wenn man diesen Wert nach oben stellt und so die Empfindlichkeit reduziert. Im Setup-Teil wird nun die Kalibrierung vorgenommen, von der ich gerade gesprochen habe. Außerdem wird die SD-Karte initialisiert und falls vorhanden aus der Setup-Datei der Radumfang herausgelesen und in den Arduino importiert.
Im Loop-Teil wird der Sensor jetzt immer und immer wieder ausgelesen. Und wenn er einen bestimmten Wert übersteigt, dann wird ein Puls abgegeben. Der Arduino errechnet dann die aktuelle Geschwindigkeit und anhand der Anzahl der bisherigen Pulse errechnet er, wie weit wir bisher gefahren sind und zeigt all dies auf dem LCD-Display an. Außerdem wird der Wert des Timers auf der SD-Karte gespeichert und kann später am Computer noch ausgelesen werden. Man muss diesen ganzen Code jetzt nur noch kompilieren und auf den Arduino hochladen. Dann kann man den Versuchsaufbau an ein Fahrrad montieren und ist bereit für eine Testfahrt. Das machen wir jetzt und schauen uns an, wie es funktioniert. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihm doch einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal. Für mehr Tutorials könnt ihr auch mal auf meinem Kanal vorbeischauen, MaxTechTV. Einen Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Video. Tschüss!